Es ist vollbracht. Na, voll gewissermaßen. Rufus bringen Stein. Interessant. Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Ich habe mindestens 2 Klienten, die für so einen Klunker viel Geld bezahlen würden. Ich dir geben Stein, du mir geben Furzpampe. Recht so. Quid pro quo. Rufus haben Furzpampe. Rufus glücklich, Hulk traurig. Hier, damit geht's bestimmt gleich besser. Oh, das ist ja genau das Richtige. Oh, oh, oh. Ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Und es stinkt doch. Einmal Toast und Milch, bitte. Kommt sofort. Hier, der Rest ist Trinkgeld. Ich hasse diesen Job. Männer, die auf Ziegenmilch starren. Nee, fest. Das ist also deine Instant Change 2 da draußen? Ja, wieso? Na, du hast das Licht angelassen. Tatsächlich? Bestimmt wieder ein Problem mit der Elektronik. Verdammter Butterstampfer. Warum nur habe ich nicht auf die Fünfer gespart? Tja, das weiß niemand. Hier, kannst du es bitte für mich ausschalten? Na klar, ich helfe doch, wo ich kann. Boah, was ist das alles nur für ein Zeug? Ich frage mich, ob es mir gelingt, den Motor zu starten. Verdammter Butterstampfer! In so einem kleinen Kaff muss man zusehen, dass man schnellstmöglich unter die Haube kommt. Allerdings fehlt dazu, Achtung, Wortspiel-Hattrick, ein Zylinder. Also jetzt mal im Ernst, hier fehlt wirklich ein Zylinder. Hey, Rocco. Howdy, Rufus. Kannst du die Portale reparieren? Beunruhigend, nicht wahr? Aber wohl kaum zu ändern. Portale haben weder einen Motor noch andere mechanische Bauteile. Dann bleibt das wohl wieder an mir hängen. Gibt es Ziegen in Paradox City? Nicht, dass ich wüsste. Und du findest bestimmt einen besseren Zeitvertreib, bis die Portale wieder aufgehen. Wie meinen? Ich muss zum Timeport. Das geht nicht. Es ist sowas wie ein Familienerbstück. Ist doch Schiebung. Es gehört der alten Goal. Gehörte. Sie hat es meinem Vater überlassen. Also das ist doch... Man kann mit meinem Opa nicht argumentieren, Rufus. Warte mal kurz. Was machst du denn hier? Ich bin eine mysteriöse Stimme aus deiner Erinnerung. Was? Seit wann denn das? Gefällt es dir nicht? Doch, es ist ganz lässig. Mit wem redest du denn da? Ruhe da hinten. Hast du einen Tipp, wie ich an ihm vorbeikomme? Nicht wirklich. Er war der störrischste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Das ist aber nicht besonders hilfreich. Du hast recht. Sorry. Jetzt komme ich mir irgendwie dumm vor. Mach's gut.
Alles gut bei dir? Hm? Wieso? Ach, nichts. Was war noch gleich deine Frage? Du kannst mir offen... Tut mir leid. Das hier ist doch eine Werkstatt, oder? Ertappt. Vielleicht hätte ich das Werkzeug besser verstecken sollen. Mach heil. Was ist es denn? Wonach sieht's denn aus? Ich würde auf einen vorsintflutlichen Zylinderkopf tippen. Da die Zeitreisenden hier alle aus der Vergangenheit kommen, wundert mich das gar nicht. Reparieren lohnt sich da wohl nicht mehr. Aber zufällig habe ich einen Ersatzzylinder auf Lager. Hier. Behalt ihn ruhig. Das erste Ersatzteil geht bei uns immer aufs Haus. Komisch. Bei mir geht das erste immer ins Nachbarsfenster. Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Ich glaube, ich... Das höre ich. Ich sollte mich entschuldigen. Hey, Rocco. Howdy, Rufo. Ich muss wirken. Und ich sage, es ist sowas und vom... Ja. Ich dachte, du hättest eine. Und was treibt... Du bin... Tut mir leid. Hallo Rita, was gibt's denn? Verschwende, bestell. Was hältst du von Rocco? Rocco McChronicle aus der Werkstatt? Jung, athletisch, Arsch zum Reinbeißen. Kurz, nicht meine Liga. Aber du hast mich doch auch angebaggert. Psst, nicht so laut. Muss ja nicht jeder wissen, wie verzweifelt ich bin. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich... Hey, Rocco. Howdy, Rufus. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der dich mag. Glaubst du? Aber ja. Sie hängt wie eine überreife Frucht am Baum des Lebens und wartet nur darauf, dass du ihr einen Antrag machst. Das kann ich mir kaum vorstellen. Sie hätte doch was gesagt. Unsinn. Sie will natürlich, dass du den ersten Schritt machst. Aber gleich einen Antrag? Wäre das nicht überstürzt? Frauen wollen überstürzt werden. Welche Frau würde sich auch mit einem wie dir einlassen, wenn sie Zeit hat, drüber nachzudenken? Also ran an den Speck, sonst schnappt ihn dir ein anderer fort weg. Und die zweite Maus kriegt nur noch Käse. Aber ich hab doch gar keinen Ring. Und einen Frack für die Hochzeit habe ich auch nicht. Lass das mal meine Baustelle sein. Deine ist, dir die richtigen Worte für deinen Antrag zu überlegen. Kleiner Tipp, ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Wirkt manchmal Wunder. Aber, oh je. Yeah. Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwend, bestell. Ich glaube, Rocco hat ein Auge auf dich geworfen. Das glaube ich erst, wenn er mir einen Antrag macht. Das letzte Auge, das auf mich geworfen wurde, kam aus einer Fulok-Suppe. Ein Fettauge? Nein, kein Fettauge. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich... Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Huhu, ich hätte dann noch... Na klar, ne? Es geht ja nur... Weißt du zufällig, in welcher Zeit ich einen Frack und einen Hochzeitsring finden kann? Eine Hochzeit? Und für so einen Schmus reißt du mich aus meiner wertvollen Arbeit heraus? Was könnte wichtiger für die Zukunft sein als Familienplanung? Du hast recht. Ich sehe Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten und Parkflächen für Kinderwägen direkt vor den Biomärkten. Klingt paradiesisch. Einen Moment. Ja, nein, genau. Ja, natürlich. Wie
Vielleicht habe ich die Information, die du brauchst. Aber jedes Wissen hat seinen Preis. Mein Informant möchte als Gegenleistung erfahren, wie die neuen Huttrends aussehen. Huttrends? Warum dreht sich heute alles um Huttrends? Kannst du es in Erfahrung bringen oder nicht? Ja, Moment, da war was. Der neueste Trend sind extravagante Hüte. Hm. Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant lässt seine Zweifel ausrichten. Ohne einen Beweis für diese kühle Behauptung kann ich dir leider auch nicht verraten, in welcher Zeit Frack und Ring zu finden sind. Ich sollte vielleicht noch... Ja. Ich lass dich... Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Das ist doch die Hetz, oder? Sag dich doch bereits. Kann ich sie haben? Nee. Ich brauche sie zu Recherchezwecken. In dieser hochtechnisierten Arbeitswelt ist Weiterbildung integraler Bestandteil des Arbeitsalltags. Du könntest ja mal Pause machen. Eine Mittagspause wäre schon überfällig. Dummerweise kann ich die Maschine nicht allein lassen. Ja, deine Anwesenheit hier scheint mir geradezu immanent. Ich sag dir was, du bekommst das Magazin, wenn du mir dafür ein Erdnussbutter-Sandwich bringst. Ein Erdnussbutter-Sandwich also. Kein Problem. Na, schaut mal, wer wieder da ist. Mikeys Mörder. Verpiss dich, du Pfeife. Aber ich hab mich doch entschuldigt. Reingelegt. Du dachtest, wir wären sauer, aber wir sind es gar nicht. Höchstens etwas ranzig. Weißt du mittlerweile wieder, warum du uns zu Erdnussbutter verarbeiten wolltest? Für die Liebe. Ja, soweit waren wir schon mal. Die Frage ist doch, wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ich will Rita mit Rocco verkuppeln. Rocco McChronicle? Aus der Werkstatt? Ich finde ihn nett. Mein Traumpaar. Was ist, Jungs? Wollen wir uns für die Liebe opfern? Ja. Ja! Für Rita und Rocco. Na los! Worauf wartest du? Nimm uns mit und mach Erdnussbutter aus uns. Für die Liebe. Für die Liebe. Für die Liebe. Wie sieht's aus, Jungs? Lust auf einen Tapetenwechsel? Na logisch. Geht los, Alter. Yippie. Aber ja doch. Ich könnte den Motor benutzen, um Butter für mich zu stampfen. Was hat er gesagt? Psst, nicht dazwischen quatschen. Ich glaube, jetzt wird's spannend. Ach, ihr Guten. Ich werde euch vermissen. Wieso? Wo gehen wir hin? Hey, ist das ein Art Karussell? Was geht los? Euer Opfer wird nicht umsonst gewesen sein. Das erinnert mich an die Pausenbrote, die ich damals immer Wenzel geklaut habe. Das erinnert... Hat hier jemand ein leckeres Erdnussbutter-Sandwich bestellt? Ja, lecker. Hier, behalte ruhig das Magazin. Ich habe es eh schon zum dritten Mal durchgelesen. Da ist sogar etwas Motoröl in der Butter. Wie Mama es mir immer gemacht hat. Mal gucken, was in der Zukunft so in Mode ist. Turbane? Echt jetzt?
Und? Hast du endlich herausgefunden, was in der kommenden Hutsaison in Mode sein wird? Easy, man. Man trägt jetzt Turban. Ach ja? Das klingt mir ziemlich weit hergeholt. Hast du einen Beweis dafür? Natürlich. Hier. Ja, das dürfte wohl reichen. Mein Informant ist zufrieden und er weiß tatsächlich, wo du diese Gegenstände findest. Ich zeichne dir die entsprechenden Koordinaten auf der Karte ein. Da, und jetzt verschwinde. Huhu, na klar, es geht schon. Ich lass... Ich hatte schon... Kannst du mich da hinbringen? Lass mal sehen. Ja, das sollte möglich sein. Und meine alten Knochen könnten ohnehin wieder etwas Abenteuer vertragen. Lassen Sie sich nicht foppen, mein Freund. Es gibt keine Abenteuer bei einer deterministischen Zeitreise. Pappalapapp! Hör nicht auf die Leute. Es würde mir im Traum nicht einfallen. Zeitleitung. Check. Karionenkonzentrator. Check. Hämorrhoidenring. Check. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Meine Prostata kribbelt geradezu. Bisschen klein, deine Zeitmaschine. Sie ist smaller on the inside. Cool, nicht wahr? Na, komm schon auf Opas Schoß. Und los geht's.